Emma und Sebastian wollen sich mit Jonglieren etwas zu ihrem Studium dazu verdienen. Dafür hat sich das junge Paar eine Kreuzung in einem Kölner Wohngebiet ausgesucht. Immer wenn die abbiegenden Autos warten müssen, führt Sebastian seine kleine Show auf und bekommt meist ein bisschen Geld dafür. Bisher hat alles gut geklappt. Aber dann passiert ein schreckliches Unglück. Der Autofahrer hatte erst angehalten, ist dann plötzlich auf den jonglierenden Sebastian losgerast und anschließend gegen einen parkenden Anhänger geknallt. Dass die Ladung des Anhängers dem Fahrer zum Verhängnis werden würde, wissen die Rettungskräfte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. So, pass auf, Vorsicht, Klappe. So. Der erste Eindruck vom Unfallort war ein bisschen konfus. Ein Auto war an der Seite stand vor einem Autoanhänger, eine Person lag auf dem Boden, eine kniete daneben. Was jetzt genau da passiert ist, keine Ahnung. Wer hat angerufen? Hallo? Angefahren worden. Er wurde angefahren. Also, was ist genau passiert hier? Also ich weiß, also wir haben jongliert, wir standen da und dann auf einmal wurde er angefahren. Was heißt jongliert? Also wir verdienen halt uns Geld, bisschen im Studio und wir standen hier und wir wollen halt ein bisschen jonglieren, um uns Geld zu verdienen. Und eigentlich läuft das auch total gut, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe mich umgedreht und dann... Ist er vom Auto umgefahren? Ja. Also die Frau Müller war natürlich sehr aufgeregt. Ja, was da jetzt genau passiert ist, konnte man am Anfang erst gar nicht herausfinden. Ich habe sie gefragt, ob das vielleicht mit Absicht war oder sonst. Da konnte sie mir natürlich gar nichts zu sagen. Da habe ich erstmal nichts rausbekommen. Das ist dann halt eine Sache, die Polizei aufklären muss. Ja, wie viel Karma können Sie das einschätzen? Das weiß ich gar nicht. Also, aber der schnell, müsste ja schon schnell gewesen sein, weil sonst könnte das ja gar nicht so passieren. Ich stelle die Türen nicht auf. Ja, alles klar. Der hat ein Rohr durch die Schulter. Nee, ich hab schon. Hallo? Ja, ist doch ansprechbar. Das ist ansprechbar. Ja, Blut aus dem Mund laufen, ist noch ansprechbar. Und hält sich hier die ganze Zeit. Ja, okay, er hat eine Fehlung, ne? Genau. Okay. Alles klar. Hören Sie mich? Bewegen Sie sich so wenig wie möglich, okay? Wir kommen Wir haben jetzt die Feuerwehr noch dazu gerufen, damit wir sie da rausholen können, okay? Als wir uns dem zweiten Patienten gewidmet haben, konnte man leider auch nur durch die Scheibe den Zustand des Patienten erahnen, da die Karosserie so verzogen war, dass man die Tür nicht öffnen konnte. Er war auch noch wach ansprechbar. Allerdings konnte man schon sehen, dass ein Metallrohr auch seine Schulter durchspießt hat. Weitere Verletzungen konnten wir bis dato natürlich nicht feststellen. Dazu braucht man erstmal die Hilfe der Feuerwehr. Also der ist wach ansprechbar und so weiter. Müssen wir jetzt auf die Feuerwehr warten, dass sie das Dach abklappt, damit wir an den Rand kommen. Ja, genau. Hat irgendwie eine Fehlung rechtzeitig an der Schulter, dann müssen wir mal gucken. Perfekt. Ein Stück. Jawohl, liegt drauf. 1, 2, 3. Trage es oben. Okay. Er blutet, ne? Ja, wir müssen ihn gleich genau untersuchen. Ich muss auf jeden Fall einen Blut an dem Ärmel. Die müssen wir auf jeden Fall genauer jetzt untersuchen. Ne? Da scheint auf jeden Fall Blut nach außen zu kommen. Ja, ich muss den erstmal entkleiden, mal gucken, wo er die Verletzung da hat. Ich bin erstmal beim anderen Wagen. Ich komme jetzt zu dir. Ja. Schnellstmöglich muss die Feuerwehr nun den schwer verletzten Unfallfahrer aus seinem Auto befreien. Warum der Mann erst anhielt und dann auf einmal den Straßenjongleur überfuhr, das kann sich hier noch keiner erklären. Guten Tag. Da war eine freundliche Lage. PKW hat einen Fußgänger getroffen, ist dann in den Anhänger gekracht. Ja. Das Problem dabei ist, er ist von dieser Stange durchbohrt worden. Okay. Uns wäre es am liebsten, wenn du uns erst irgendwie mit dem Brecheisen oder was die Beifahrertür aufmacht, weil die klemmt nur leicht, dass wir schon mal einen Zugang haben. Ja. Und danach kümmern wir uns um eine Befreiungsöffnung und die Stange. Erste Situation, die wir vorgenommen haben, war natürlich die Absprache mit dem Rettungsdienst ganz wichtig. Wie geht es dem Patienten? Wie ist er stabil? Ist er vital bedroht? Für uns ist es immer ganz wichtig, handelt es sich bei dieser Situation um eine Sofortrettung oder um eine technische Rettung, so dass wir den Patienten stabil ohne weitere Verletzung aus dem Fahrzeug retten können. Hier ist die Feuerwehr. Der Notarzt kommt jetzt sofort zu Ihnen. Du darfst einmal rein. Ich gehe einmal rein. Den Stiffling-Ball? Alles klar, wir haben hier einmal Ein Stativ drin.
müsst uns sagen, was für ein Zustand. Wird es eine Sofortrettung? Müssen wir so rausziehen? Schnell? Nein, er ist noch erst noch bei Bewusstsein, okay. Er ist ansprechbar und alles. Er hat wirklich nur die Schmerzen. Und ich denke, also wird es eine patientenorientierte Rettung. Das bedeutet für uns, wir unterbauen jetzt und werden das Fahrzeug so weit aufbauen und dann abschneiden und das Dach abnehmen, dass wir Patienten rauskriegen. Okay. In dem Fall, da es sich hierbei um eine schonende Rettung handelte, hatten wir genug Zeit, den Patienten so zu befreien, dass wir vernünftig arbeiten könnten. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dann vor Ort das Dach abzunehmen. Die Feuerwehr ist für alle Eventualitäten ausgerüstet, auch für solche Bergungsgroßaktionen. Derweil bekommt im Rettungswagen der vermeintlich stabile Patient Sebastian überraschend akute Probleme. Er hat dieses Jahr kein A-Problem gehabt, kein B-Problem, kein C-Problem, kein D-Problem. Alle Werte stabil und jetzt hat er die Augen zugemacht. Er atmet noch. Er atmet noch, aber ist nicht mehr ansprechbar. Okay, schmerzfrei habt ihr gesessen? Ja, alles schon. Als ich zu dem Jongleur in den Rettungswagen gerufen wurde, berichteten mir meine Kollegen auch davon, dass er eigentlich vorher gar keine Probleme gehabt hatte und dann auf einmal so auch mit dem Blutdruck abgefallen ist und dann auf einmal wirklich intubationspflichtig wurde. Das haben wir dann auch durchgeführt. Bei so einem Unfall ist es halt immer so, dass es auch durchaus zu inneren Blutungen kommen kann, die wir nicht sehen. Und um sowas halt auch vorzubeugen, muss man dann gucken, dass man schnellstmöglich Diagnostik im Krankenhaus macht. Reicht dir das mal eben, dass da irgendwie noch ein Notarzt mit dabei kommt? Ist, ja. Ja? Alles klar. Also, ich mach die Türen zu. Ihr könnt jetzt losziehen. Die eine Person bleibt noch hier, die noch was zum Fahrtlehrgang sagen kann. Ist ansprechbar hier? Oder? Der ist ansprechbar, ja. Er kriegt jetzt noch ein bisschen Sauerstoff, weil er wohl ein bisschen schlecht Luft kriegt. Aber ein genaues Bild kann ich mir erst machen, wenn er komplett draußen ist. So, wir fahren ab. Kannst! Während der 24-jährige Jongleur mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wird, schildert seine Freundin Emma der Polizei, was sie von dem Unfall mitbekommen hat. Sie, wo haben Sie gestanden auf der Straße mitten drauf? Wir haben doch vorne gestanden, ja? Gehen Sie noch mal in sich, der Wagen hat nicht angehalten, ist losgefahren. Ich weiß es nicht. Dreck auf, hat er Dreck auf Ihren Freund? Das schätze ich mal auf. Ich kann es mir anders nicht erklären. Warum fährt er ihn dann an? Eigentlich hätte jeder an. Warum? Vielleicht hat er es nicht gesehen, aber das ist jetzt auch Mutmaßung. Nee, der hat ihn begrüßt und als ich weggegangen, also der hat richtig, das sah schon so aus, als hätte er ihn gesehen. Die Frau Müller stand natürlich hier unter Schock, deshalb ist ihre Aussage auch zwar aufzunehmen, aber muss natürlich auch dann bewertet werden. Sie hat angegeben, dass hier das Fahrzeug auf ihren Freund draufgehalten hat und sie auch von Absicht ausgegangen ist, weil er wirklich geradlinig auf den Freund zugefahren ist. Eine Ursache oder was genau der Hintergrund ist, konnte sie hier natürlich nicht sagen. So, wenn wir jetzt die Öffnung geschaffen, einmal nochmal die Kontrolle machen, genau, wie es funktioniert. So. Dann würden wir jetzt den Patienten von der Kupferstange trennen. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Drücken. Und von der anderen Seite halten wir es ein bisschen fest. Alles gut soweit? Patient ist frei. Bei einer Durchspießungsverletzung, so wie wir es heute vorgefunden haben, da sieht man halt zu, dass man das überhaupt nicht rauszieht, weil diese Gegenstände, sei es jetzt ein Messer oder in diesem Fall das Rohr, die verschließen dann auch nochmal die Gefäße, die sie dementsprechend dann auch durchschnitten haben oder durchstoßen haben und stoppen somit auch die Blutung. Würde man jetzt diese Gegenstände herausziehen, würde man in Kauf nehmen, dass der Patient an Ort und Stelle verbluten könnte. Die Männer von der Feuerwehr müssen das Auto aufschneiden, möglichst ohne es zu bewegen. Denn sonst könnte der Pfahl in dem Unfallfahrer verrutschen und weitere lebensnotwendige Organe verletzen. Wir ziehen den jetzt quasi hier drauf und ziehen ihn so auf die Trage. Alles klar. Ja? Okay. Ja, wir müssen ja später dran. Ich weiß nicht, Zeit hat. Polizei, Handy klingelt hier. Haben wir keine Zeit, gehört wahrscheinlich dem Verunfallten. Kommt er hoch? Ja. Polizei Köln, Mann mein Name. Ja. Sie rufen bei Ihrem Lebensgefährten an. Ihr Lebensgefährte hatte gerade einen schweren Unfall. Bleiben Sie bitte ruhig. Wir sind, Sanitäter sind vor Ort, der ist in guten Händen. Einmal anschnallen, hier vor sich. Genau, machen wir aber nur auf den Bauchgurt hier, ne? Ja, mach so. Ja, hier. Machen wir gleich. Kannst du alles reinbringen? Ja, machen wir das alles. Sind die Epileptika? Oh, schon lange alles gut gegangen. Das heißt, ja, alles klar, das muss. Kommst du noch mal zu mir an den Kopf, bitte? Ja, dann würde ich die Tage gerne hochmachen.
Haben Sie Ihre Medikamente denn genommen heute? Als wir Herr Fremer auf das Spineboard gehievt hatten, ist mir aufgefallen, dass er in seiner Brusttasche eine Verpackung von Medikamenten gehabt hat. Da habe ich natürlich dann sofort zugegriffen und geschaut, was es genau ist, da er mir auf Anfrage vorher keine Information liefern konnte, ob er irgendwelche Medikamente hat oder Vorerkrankungen hat. Und nachdem ich dann halt das Mittel gegen die Epilepsie gefunden habe, ja, war mir schon das ein oder andere klar, warum es eventuell zu diesem Unfall gekommen ist. Frau Schwarzkopf. Ja, genau. Das ist ihr Mann hat einen Unfall. Wir wissen aber nicht genau, was passiert ist. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, Schatz. Ich bin sofort bei dir. Was ist denn hier los? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Ihr Mann hat einen Unfall, er hat eine andere Person angefahren und ist hier in den Container reingefahren. Wir haben jetzt gerade Medikamente gefunden, die gegen, also antikonvulsiv sind, gegen Krampf, gegen Krämpfe etc. Also ich verstehe gerade nur Bahnhof, weil ich weiß davon nichts von Vorerkrankung. Ja. Also er hat ja nie mit mir drüber gesprochen. Ja. Ich muss auch dazu sagen, wir sind jetzt noch nicht so lange zusammen. Ja. Also das ist, weil wir sind jetzt ein paar Monate zusammen oder so. Ich habe nie mitgekriegt, dass der morgens Tabletten nimmt oder sonst was. Da sich hier für den Herrn Fremer herausgestellt hat, dass eine Vorerkrankung der Epilepsie vorliegt, gehen wir schon mal nicht von einem schuldhaften Delikt aus, dass er hier den Jonglierer erfassen wollte. Allerdings, wenn eine Vorerkrankung vorliegt, müssen wir natürlich prüfen, ob eine Berechtigung zum Führen eines Fahrzeugs vorliegt. Im Regelfall wird sie gerade bei Epilepsie durch den Arzt entzogen, dass hier die Fahrerlaubnis einfach erlischt und nicht mehr ein Fahrzeug durch die Person mit Epilepsie bewegt werden darf. Die Frau ist hier, die möchte mal kurz mit ihm reden. Ja. Ist er okay? Ja, ganz kurz, rein. Dann müssen wir auch gleich los. Also, er hat mir gerade vorhin noch erzählt, dass er Flackerlichter gesehen hätte. Okay. Ich habe vorhin irgendwie im Augenwinkel diese Bälle auf der Straße gesehen und ich war mit meiner Frau letztens auf einer Aufführung und da haben die auch mit solchen Dingern jongliert und die blinken so. Ja. Könnte natürlich eventuell den Zustand herbeigerufen haben, wenn er Epileptiker ist. Bei einem epileptischen Anfall haben Betroffene oft unkontrollierte Zuckungen und Verkrampfungen am ganzen Körper. Die Spezialisten vermuten, dass der Fuß von Unfallfahrer Thorsten Fremer bei so einem Anfall vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht ist. Ja. Könnte das Ganze natürlich erklären, ne? Alles klar. Dann danke euch, ja? Ja. So, Sie können einmal mit Ralf das auf. Bringst du die Frau gerade mit raus? Sehr gerne. Danke. Schwisch, halt, festhalten, festhalten, ist nass. Alles klar. Aber das glaube, wir haben die Übeltäter gefunden. Habt ihr mit den Bällen jongliert? Ja. Die blinken mir, ne? Ja. Und die blinken ganz ordentlich. Also die haben eine Rate von über 200 Mal die Minute. Das ist natürlich sehr ansprechend für einen Epileptiker. Oh Gott. Ja, also das wird wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich nicht mit Absicht auf den Herrn gefahren sein, sondern der wird wahrscheinlich Kopfleiden haben. Oh Gott. Okay. Der Unfall wird sich eventuell so zugetragen haben, dass der Herr Fremer einen stressigen Tag hatte, übermüdet war. Dann haben die blinkenden Bälle noch vor ihm hergeflogen. Das kann natürlich das Fass zum Überlaufen bringen. Dadurch kann ein Krampf ausgelöst werden. Und durch das Krampfen versteift man sich. Dann kommt der Tritt aufs Gaspedal und der Jongleur wird überfahren. Wenn da eine Vorerkrankung gefährdet, ist für uns natürlich die Frage, ob er überhaupt Auto fahren darf. Weil sowas darf nicht passieren. Ne? Wir gehen jetzt natürlich nicht von dem Vorsatz aus, dass er hier den Lebensgefährten umfahren wollte. Allerdings müssen wir natürlich das jetzt den Unfall aufnehmen. Jedenfalls hier eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, weil er das natürlich in Kauf genommen hat, mit einer Vorerkrankung hier sich ans Steuer zu setzen. Und es ist natürlich jetzt auch zu einem schlimmen Resultat gekommen. Sie fahren mit uns? Sie können. Ja. Genau. Kann ich auch noch zu meinem Freund? Wir können nur eine Person. Ihr Freund ist schon im Krankenhaus. Sie müssen Sie hinterher fahren. Alles klar. Ja? Okay. Dann kommst du mit. Ich kann Ihnen anbieten, wir nehmen Sie mit, weil wir müssen die Aussage aufnehmen. Ja. Dann nehmen wir Sie mit ins Krankenhaus, dann dürfen wir umfahren. Beide Unfallopfer sind im Krankenhaus wieder vollständig genesen. Epileptiker Thorsten Fremer wurde medikamentös richtig eingestellt. Nach einem Jahr ohne Anfälle bekam er von der Polizei seine Fahrerlaubnis zurück.